Wieder mal ein weiterer wichtiger Punkt, der auch dir aufgefallen sein sollte, wenn du schon länger meine Videos verfolgst, ist der Hintergrund nämlich, dass viele Menschen da draußen einfach nicht die Frage stellen, das, was sie wissen möchten. Sie halten sich ganz bedeckt, weil sie Probleme damit haben, aus irgendwelchen Hintergründen, weil sie sich einfach nur sagen, okay, ich bin schüchtern, der gibt mir sowieso keine Antwort darauf und dann kann ich das auch besser sein lassen. Und den Tipp, den ich heute an deine Wenigkeit habe, ist der, stell immer die Fragen, die du wissen möchtest, das, was dich interessiert, wo du ganz klar sagst, das ist der Hintergrund. Wenn ich den verstanden habe, wie der Mensch, der mir gerade gegenüber sitzt, antwortet, ja, dann hast du viel mehr gewonnen, als wenn du deine Fragen, als deine Gedanken, die du wirklich mit dir trägst, nicht aussprichst. Und wenn du da mal zum Zuge kommst und daran arbeitest und das auch übst, immer das zu fragen, was du wissen möchtest, bei Menschen, die dir jetzt da vor Augen geführt werden, dann sprich das aus, dann sag das zu diesen Menschen. Weil, wenn du nicht das machst, dann kriegst du keine Antworten. Und der Hintergrund ist, immer wieder daran zu arbeiten, egal wer das ist und was der macht und. Und da wirst du irgendwann mal herausfinden, dass es überhaupt gar keine Hürde ist, gar keinen Hintergrund hat, diese Frage nicht auszusprechen. Und soweit du so gut auch darüber nachdenkst, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit auch für dich, dass du da was richtig Großes und Gutes draus machst. Aber nicht, indem du dir immer wieder einredest, nee, der fühlt sich negativ dadurch, mach ich mal nicht, lass ich mal lieber sein. Mach das, denk daran und teile es mit anderen. Bis dann.